Moin Moin Leute, zurück zu meiner nachgespielten Frauen-WM. Heute mit dem letzten Viertelfinale Deutschland gegen Thailand. Boah, ja, Deutschland hier Favorite in dieser Partie. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Dann kann ich gleich nämlich spoilern, Mäulern. Ja, ich muss ein bisschen umbauen. Passt so. Wartet. Das nervt mich, die Musik. Und ja, Namensliste wurde schon wieder aktualisiert. Okay. Jetzt kann ich kurz was spoilern. Und zwar. Und zwar, ich kann euch schon das erste Halbfinale nennen. Das wird England gegen China sein. Und das zweite Halbfinale wird Japan gegen den Sieger dieser Partie sein. Ich will nicht zu viel sagen. Für mich ist Deutschland hier Favorit. Aber heißt nichts. Hat man bei USA gegen Norwegen im Achtelfinale gesehen. Checkt gerne die Partie aus. War eine richtig geile Partie. Auch wenn ich gespoilert habe, gerade schon, wer gewonnen hat. Checkt die Partie einfach aus. Geile Partie. Ab geht's. Für mich gibt's ja Favorit Deutschland. Und ja, die müssten das hier mit zu Null eigentlich nach Hause bringen. Aber das ist hier FIFA. Hier kann es immer Überraschung geben. Aber die Deutschen kommen und machen hier noch nicht das 1:0. Ecke kommt, Kopfball kommt aber nicht. Jetzt Ball rechts raus. Ja. Die Deutschen, die machen hier direkt Druck, also. Das sieht nicht gut aus bis jetzt für Thailand. Ein bisschen glücklich, aber 1:0 Deutschland. 6 Minuten gespielt. Alexandra Popp trifft für die deutsche Frauen. Nationalelf. Also, das sieht wirklich nicht gut aus. Und Deutschland für mich sogar jetzt der große Favorit. Es gibt keine wirklich richtig gute Mannschaft mehr in diesem Turnier. Außer vielleicht noch England. Und vielleicht auch noch Japan. Also, Japan könnte auch schwer werden im Halbfinale, wenn die deutschen Frauen hier gewinnen sollten. Noch steht es ja nicht fest. Das waren ja jetzt erstmal nur die ersten 10 Minuten. Aber wenn das so weitergeht, wie es jetzt so war, dann sieht das hier nicht gut aus für die Thailänderin. Die mal ein bisschen Mut haben müssen, einfach nach vorne spielen. Frech sein müssen, weil jetzt haben sie ja eh nichts mehr zu verlieren. Ja, ist ja so. Jetzt haben sie eh nichts mehr zu verlieren. Und die Deutschen versuchen es natürlich auch aus der Distanz, um schnellstmöglich hier das 2:0 zu machen. Und die Thailänderin vielleicht noch weiter unter Druck setzen. Ja, aber das. Deutschlands Matchplan ist, glaube ich, einfach nach vorne spielen und dann Tore machen. Debrecen abgefälscht, also ich muss sagen, Thailand hatte bei der eine oder andere Situation, und Leute, da habe ich jetzt glaube ich auch nicht die deutsche Brille auf, schon ein Glück will ich jetzt nicht sagen, aber es hätte auf jeden Fall der ein oder andere Ball schon mehr aufs Tor kommen können, weil sie haben jetzt schon 2 Schüsse glaube ich abgefälscht, die ich schießen wollte. Ja,
eigentlich drei, aber einer war unglücklich abgefälscht, genau vor die Füße von Pop, die er davor geschossen hatte. Und ja, dann das hat zum 1-0 geführt. Deswegen das 1-0 hier ein bisschen glücklich, aber auch verdient. Und da schießt. Oh, sorry Leute, das war meine Wasserpulle. Wenn ihr das gehört habt, hier ist was umgekippt, ja. Hier schießt wieder Alexander Pop für die Deutschen. Die ganz klar hier die Hand hoch haben. Aber Thailand spielt jetzt offensiv. Und das bringt natürlich die Deutschen ja, zu ja, kontern. Aber Thailand steht hinten halt trotzdem nicht schlecht. Hut. Und Pop schießt schon wieder. Und wieder der Ball nur drüber in der 24. Minute. Man kann so sagen, hätten die Thailänderinnen ein bisschen mehr Glück gehabt, hätte es ja auch noch 0-0 stehen können. Allerdings hätten die Deutschen mehr Glück gehabt, hätte es ja auch schon 2-0 stehen können. Aber das war blöd abgefälscht. Deswegen hätte es ja auch locker noch 0-0 stehen können, wenn er nicht so blöd abgefälscht gewesen wäre. Ja, war ein bisschen ärgerlich das Tor, aber muss man so annehmen. Und die Thailänderinnen haben am Anfang wirklich zu viel zugelassen, lassen immer noch viel zu, aber sie spielen offensiv wenigstens mit. Was in den ersten 5 bis 8 Minuten gar nicht der Fall war. Da haben die ja wirklich alles nur hinten rausgepült. Jetzt versuchen sie es mal taktisch nach vorne wenigstens zu spielen. Und sie spielen auch gerade nicht defensiv. Also sie könnten hier auch in Konter mal ganz schnell geraten. Wenn man... Und Thailand! Erste Chance Thailand! Und die Schuld, Torhüterin von Deutschland, muss da aber direkt hin. Boah, aber das war jetzt auch wieder gut gemacht, muss man mal sagen. Aber da muss die Torhüterin von Deutschland direkt hin. Das war die erste Gelegenheit für Thailand. Und die wollen... Das gibt natürlich Selbstbewusstsein. Und das könnte jetzt Thailand mal ein bisschen stärken. Dass sie vielleicht öfter solche Sachen mal nach vorne machen sollten. Und ja. Sie merken ja, es ist was drinne jetzt. Wo sie offensiver spielen. Allerdings ist das auch wieder stark gespielt und Pop! Was war das denn für ein Schuss von Alexander Pop? Nicht das 2-0 nach 36 Minuten, aber ja. Thailand wird mit Kontern versuchen einfach zu kommen. Obwohl, so scheiße spielen die gar nicht nach vorne. Die kommen ja noch nicht mit über Konter. Sie versuchen das technisch nach vorne jetzt zu spielen. Nicht wie am Anfang wirklich da. Und das könnte Abseits gewesen sein! Kein Abseits. Tor zählt. Hut. 2-0. Nicht unverdient. Schaue ich mir nochmal an. Ball geht nach oben. Ball wird... Jo. Unten, die hält noch auf. Ganz unten die Zehnerin, die hält noch auf. Ja, der Pass wird ungefähr jetzt gespielt. Und selbst hier jetzt steht die noch nicht im Abseits. Seht ihr ja. Aber ich habe auf die unten wirklich nicht geachtet. Und dann... Zap. 2-0. Ist verdient. Es ist verdient. Da kann man nichts sagen, dass es jetzt unverdient ist. Aber ja, Thailand hatte ein bisschen Pech, muss man sagen. Ne? Hätten die auch 1-1 gerade machen können. Aber das wäre jetzt erstmal egal. Und Thailand kommt! Zweite Gelegenheit. Für die Thailänderinnen. Aber das macht, glaube ich, gerade den Deutschen besonders Spaß. Aber auch, ich habe ein Gefühl, die Thailänderinnen würden auch Spaß haben, weil sie kommen nach vorne gegen eine deutsche Mannschaft, die hier dominiert. Also dominieren tun sie die Partie. Aber, ja, Thailand sagt sich, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, hier geht noch was. Und da kann ich auch verstehen, wenn die dann gleich mit voller Offensive spielen. Wieso nicht? Sie spielen jetzt manchmal schon ein paar richtig gute Pässe. Und jetzt nochmal in der Nachspielzeit. 2 Minuten gibt es. Jetzt steht hier aber keine, die mal schießen kann. Und somit Ball weg. Und noch 1 Minute. Und die Deutschen versuchen es nochmal über Hut. In die Mitte rein zu Debritz.
Die wollte schon mal schießen, aber der ist nicht gut. Und dann ist Halbzeit. Ja. Interessant, was hier passiert. Wirklich, ich trinke mal einen Schluck. Ja. Deutschland die bessere Mannschaft. Aber Thailand auch mit einer guten, also einer richtig guten Gelegenheit. Ja, und einem Schuss, der ging dann doch 3, 4, 5 Meter bestimmt daneben. Boah, aber die Thailänderinnen sind da und kommen. Schade, kommt nicht an der Ball. Boah, stark wiedergeholt von den Thailänderinnen, die immer noch weiter so offensiv spielen. Und dadurch natürlich vielleicht in Kontergefahr kommen. Aber wieder stark gemacht. Und die Thailänderinnen stehen da hinten nicht schlecht, ne? Also machen sie wieder gut. Und jetzt? Und jetzt geht's da mal schnell oder was passiert jetzt? Weil jetzt sind sie mit, aber rechts rücken zwei Stück nach und dann ist der aber nicht gut gespielt. Dann ist er leider nicht gut gespielt. Und jetzt. Ha? Die Deutschen auf jeden Fall nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit. Die Thailänderinnen machen das nicht schlecht. Aber sie kommen noch zu keinem wirklich gefährlichen Abschluss. Und die Deutschen können hier natürlich eiskalt sein. Vielleicht jetzt. Nee, der ist nicht. Der dürfte nicht gehen. Nee. Oh, nee. Egal, dann wechsle ich jetzt einfach. Es ist aber wirklich so. Ach, die Deutschen gefühlt ruhen sich schon aus. Die bringen hier eine Oberdorf rein, die irgendwie 18, 9, ich weiß gerade gar nicht, auf jeden Fall sehr jung noch ist. Ja. Und die Thailänderinnen! Sowas müssen die nutzen. Na, war abgefälscht noch. Vielleicht ergibt sich ja was aus der Ecke. Noch nicht. Aber es gibt noch mal eine zweite Flanke! Aber der geht dann weit drüber, dieser Kopfball. Und Thailand hätte sich, glaube ich, hier dieses eine Tor wenigstens verdient. Wenn sie die Partie schon nicht mehr gewinnen sollten. Aber das eine Tor haben sie sich hier also verdient. Weil sie Deutschland in der zweiten Halbzeit richtig gut im Schacht halten können. Sie haben wirklich kaum Chancen mehr. Und die Thailänderin, ja, überlegen will ich das jetzt mal nicht nennen, aber eine richtig starke zweite Halbzeit. Also überlegen. Und jetzt kommt der Fehler. Und dann die Entscheidung wahrscheinlich. Da ist der Fehler der Thailänderin. Und dann die Entscheidung durch Svenja Huth. Die wahrscheinlich hier das entscheidende 3:0 macht. Ich glaube nicht, dass jetzt nochmal was bei Thailand geht. Das ist gefühlt die erste Chance, zweite vielleicht in der ersten, zweiten Halbzeit. Die zweite oder dritte Chance vielleicht erst. Ja, aber ja, und die Deutschen, die kommen jetzt. Weil es sehr offen ist. Torhüterin von Thailand ist da. Flanke kommt, nicht gut. Jetzt müssen die Thailänderinnen aufpassen, weil jetzt kriegen sie die Kontergelegenheiten von den Deutschen und da, der Pass kommt leider nicht an. Jetzt nutzen die Deutschen ihre Kontermöglichkeiten nicht, aber natürlich, jetzt kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, warum sie keine frische Stürmerin oder so bringen, sondern Mittelfeldspielerin, weil es geht natürlich ja viel aufs Mittelfeld. Und die nächste Chance für die Deutschen, die jetzt
ja, geschwach gespielt haben, aber jetzt wieder wahrscheinlich, ja, das Spiel hier dominieren wollen. Thailand hat es wirklich gut im Griff. Thailand hatte die Partie zeitweise mal wirklich gut im Griff, aber jetzt kann man sagen, da haben die Thailänderinnen nichts mehr im Griff. Die spielen jetzt einfach nicht mehr gut. Flanke kommt. Pop. Drüber. Aber die Thailänderinnen kommen ja jetzt gerade wirklich nicht mehr nach vorne. Gar nicht mehr nach vorne. Also die Deutschen ganz plötzlich 3-0 und jetzt auf einmal sind die Deutschen wieder da. Da ist das 3-0 gefallen. Die erste oder zweite Chance überhaupt für Deutschland in dieser zweiten Halbzeit. Und dann, ja, und dann gibt es direkt, ja, richtig. Also es hätte hier 4-0 schon stehen können. Jetzt gibt es aber richtig für die Thailänderinnen dann noch. Also Deutschland ist eigentlich jetzt nur noch über Konter. Die haben da natürlich jetzt auch 5 Mann vorne stehen, aber die können das wenigstens gut ausspielen. Und dann auch schnell wieder nach hinten gehen. Und jetzt noch nicht das vierte Tor. Was heißt noch nicht? Vielleicht bleibt es ja erstmal bei 3. Und Thailand hätte sich dieses Tor hier verdient. Ohne Scheiß. Mehr als verdient hätten die sich das. Die haben in der zweiten Halbzeit, wenn nicht sogar, ja, bis zum 3-0 besser gespielt als die Deutschen. Jetzt ohne Scheiß. Und da habe ich jetzt auch keine deutsche Brille auf, Leute. Das stimmt wirklich. Und jetzt ist es passiert. Thailand macht noch ein Tor. Und das geht auch in Ordnung. Das geht auch in Ordnung. Schauen wir uns an. Hier, der Pfostenschuss, da wollte ich schon fast verzweifeln. Und dann aber im Nachschuss doch noch. 3-1. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da noch was geht. Aber klar ist, da geht nichts mehr. Aber das Tor ist hier verdient. Und das müssen die Deutschen annehmen. Weil das hat sich zwar jetzt nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass jetzt noch eins fällt, weil Thailand hat wirklich Probleme gehabt. Hat sich nicht angekündigt, aber wenn man die ganze Partie sieht, besonders die zweite Halbzeit, hat sich das Thailand hier erkämpft in der zweiten Halbzeit und hat sich das hier jetzt auf jeden Fall verdient. Auch wenn es gerade wahrscheinlich der Zeitpunkt war, wo Thailand am schlechtesten gespielt hat. Ja, sie machen es in dem Zeitpunkt eigentlich genau, und nochmal ein Fehler der Deutschen. Ach, ja. Aber ob es jetzt 3-1 oder 4-1 ausgeht, ist ja auch egal. Partie geht 3-1 aus. Somit heißen die Halbfinalpartien England, China, Japan, Deutschland. Ja. Das Ding ist, in den ersten 10 Minuten hat gefühlt Thailand gar nichts gemacht. Also das ist natürlich dann das Unglückliche hier dran. Da will ich den eigentlich in der Mitte bringen. In die Mitte will ich den bringen. Das soll gar kein Schuss werden. Ja, und dann fällt die Spielerin ab, dann nehme ich den an und dann bam. Ja. Ärgerlich. Das hier kann man sagen, gut gemacht. Nach hinten gelegt, weiter und dann kein Abseits. Ja, und das ist dann einfach ein blöder Fehler nochmal. Der mir in der 90. auch nochmal. Und dann ist es aber verdient, weil beim 3-0 muss man sagen, dann kam noch dieser Schuss hier nämlich dazu. Dann sehe ich hier Pop, wahrscheinlich diese eine Kopfballsituation, ne? Ja. Und dann geht es, glaube ich, auch verdient. Hier 3-1 aus. Aber das Dingen ist hier auf jeden Fall verdient. Und das war gar nicht mal so ein schlechtes, ne? Hier stark den Ball vorbeigelegt. Und dann haben die hier einfach viel zu viel Platz. Ich hätte natürlich auch nach rechts spielen können. Hab mich für nach links entschieden und dann ein bisschen ärgerlich, aber dann ist es verdient, dass der im Nachschuss reingeht. Ja, und somit stehen die Halbfinals fest. England gegen China und Japan gegen Deutschland. So. Trank, ich mache das ganz kurz ein, die Partien England
China und Japan gegen Deutschland. So, somit sehen wir uns dann zum nächsten Spiel England-China. Bis dahin, ciao, ciao und auf Wiedersehen.